Herzlich zu einer Video von mir. Heute werden wir auf Wer hier lacht, hat verloren reagieren. Ja, wie ihr schon seht, ich habe ein neues Mikrofon. Ich hoffe, es passt von der Lautstärke aus. Ja, ich habe euch noch was versprochen, und zwar mit dem Schnittprogramm. Ich weiß nicht, habt ihr ein gutes Schnittprogramm? Ich finde irgendwie nicht so ein gutes. Also, wenn ihr irgendetwas Gutes findet oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich werde mir das mal anschauen. Aber momentan habe ich wirklich nur Blödsinn eigentlich gefunden und ich möchte mir das noch nicht kaufen. Weil wenn schon die Testversion schon ein bisschen schlecht ist, möchte ich mir nicht die Vollversion kaufen. Ich habe mir so überlegt, das mit Element, also das Photoshop und so zu kaufen. Aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch bessere Sachen. Ich habe mir ja schon ein neues Mikrofon gegönnt. Ich hoffe, die Qualität ist echt gut. Ja, ich würde mal sagen, wer hier lacht, verliert. Und ja. Und damit mal wieder nicht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Was machen wir heute? Heute habt ihr mir Clips eingesendet und Luca die zurechtgeschnitten. Das heißt, wir drehen heute Lachen verboten. Falls ihr daheim lachen müsst, habt ihr verloren. Das ist das ganze Konzept. Falls ich lachen muss, muss ich lachen. Ich würde sagen, okay. Ich setze mir die Kopfhörer auf. Ich bin wirklich sehr gespannt, was mich heute treffen wird. Let's go. Ich habe mir einen waschechten Isländer bestellt. Henry Henrysson, Bruder von Jürgen Hurensson. Das hat ihn nicht rausgehauen. Falls er jetzt wirklich Hurensohn mit, also falls es wirklich wahr sein sollte, dann... Da muss ich doch mal ganz kurz was sagen. Alles, was ich in diesem Video sage oder tue oder mache, soll niemand beleidigen. In dem Fall ist es unsympathisch TV. Und ich möchte mich noch mal ganz, ganz gerne bedanken bei allen Leuten, die gestern abonniert haben. Es sind etwa 5 Leute oder so dazugekommen. Dankeschön, Dankeschön. Klar, es sind jetzt zwar nur 5 Leute, aber... Dankeschön, dass ihr trotzdem abonniert habt. Einen großen Kuss geht an euch raus. Hashtag noch Homo, nur so nebenbei. Aber naja, weiter geht's. Mal es halten mit Monte. Okay. Ich finde, das geht klar, Digga. Das zählt nicht als Lachen. Danke, dass wir einfach die 20 erreicht haben. Alter. Das bin ich. Wenn wir morgen noch die 30 knacken, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Meine Freundin hat, also meine Halbschwester meine ich. Okay, das ist niemals real. Das ist niemals real. Also es gibt ja immer so oft Clips, die mir eingesendet werden, okay, die ja nicht real sind. Ich glaube jetzt nicht, dass der kleine Junge sagt, meine Freundin, meine Halbschwester. Dennoch muss ich sagen, ich bin die Musik, mit dem das Ganze unterlegt wurde, mit Sweet Home Alabama, ganz nice, ehrlich gesagt. Monte, kannst du mal bellen? Oh nein. Bruder. Bones MC alleine in Karlsruhe. Also bevor wir noch mal weiterschauen, die Leute, die sich jetzt wundern, hey, warum hast du dich bedankt bei 5 Leuten, die dich abonniert haben? Weil wir gerade momentan eine Wette am Laufen haben. Wette, ist so einfach gesagt. Wenn wir 1150 bis zum nächsten Monat schaffen, das wäre März, ich musste gerade überlegen, dann werde ich mir Eye-Tracker kaufen. Wir werden so lustige Videos damit machen. Ja, wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht, dann gibt es halt nicht. Wenn wir es schaffen... Dann wollte ich das so sehr und dann check ich das schon und dann, muss ich mir das halt kaufen. RIP, aber naja. Und da ist schon der erste. Mit den Haifischnikes. Stil echt. Ja, grüß irgendjemand. Hast du einen Freund, den grüßen willst? In der Story. Ich grüß alle, die ich kenne. Alle, doch, das ist leicht gemacht. Ich grüß meine Oma. Tschüsses, der Ehrenenkel grüßt seine Oma in der Story von Bones. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Oma Instagram besitzen würde. Ich glaube auch, Tschüsses hat da ab und zu mal schon Tschüsses ein Bild gepostet. Tschüsses 187. Ich verstehe immer noch nicht, warum mir ein Clip gesendet wurde, wo Monte bellt. Was Hilfe. Was bin ich so in der Rap-Szene drin? Keiner, nicht einer. Guten Abend und herzlich willkommen zu Frau TV. Man muss sich nicht schämen, eine Wix-Vorlage zu sein. Was hat die gerade gesagt? Man muss sich nicht schämen, eine Wix-Vorlage zu sein. Ja, da gehen Grüße raus an den Rundfunk unseres Vertrauens, BDR. Man muss sich nicht schämen, eine Wix-Vorlage zu sein. Scheint mir ein sehr interessanter Beitrag gewesen zu sein. Falls ihn jemand gesehen hat, kann er ja gerne in die Kommentare schreiben, um was es genau denn da ging. Was passiert hier? Oh mein Gott, das hat mich erschreckt. Junge. Aber, oh mein Gott, ich bin nicht der Einzige, der... Oh mein Gott. Oh. Okay, weiter geht's. Und ich hoffe, euch gefällt das Mikrofon. Also, ich hoffe, es ist eine gute Qualität, habe ich schon gesagt. Ja, let's go. Man kriegt ja sowieso ganz viel in den Arsch gesteckt. Das ist richtig, aber du musst ja auch von was leben. Oh mein Gott. Hat er nicht gesagt, aber was ist auch für eine unvorteilhafte Antwort? Man kriegt ja heutzutage sowieso alles in den Arsch gesteckt. Also ja, aber sie sagt ja wirklich so oder so, alles heute in den Arsch gesteckt. Und er sagt dann ja, du musst aber auch noch von irgendwas leben können. Das war ja, das ist eine Vorlage, ich wüsste jetzt nicht, wer die nicht reinmachen würde. Jetzt nur Carlo! Ja,
Germany! Have me back, Alter! Okay. Keine Macht in Drogen. Faith reads her copy in Braille. She's quick with a joke. Is there anything you can't do, Faith? See? Oh, der ist hart. Wow, die ist, glaube ich, blind, oder? Oder was steht Keine da? Macht in Drogen. Faith reads her copy in Braille. She's quick with a joke. Ja. Is there anything you can't do, Faith? See? Wow, der ist hart. Also, ich sag mal so, die Aussage, Bruder muss los, war in dem Fall ja so passend wie noch nie zuvor. Oh, meine Hochzeit ist ja ganz normal, die Braut wird halt zum Strauß da hinten. Diejenige, die den Strauß fängt, die heiratet als nächstes, sag ich mal so. Der Einzige, der irgendwie nicht da am Start war, war wahrscheinlich ihr Freund, der da die Beine mal dermaßen in die Hand gepackt hat, dass Usain Bolt Minimum mit 1 Meter Abstand verloren hätte gegen ihn im 100 Meter Rennen. Also der hat ja absolut keinen Bock gehabt zu heiraten. Okay, russischer Clip. Mal gucken, was passiert. Aua. Wer lacht denn über sowas? Das ist schon du! So, wenn ich mir denke, also wenn der real ist, ne? Und so, ich weiß nicht, was das war, aber das ist ein Kühlschrankenkleider. Keine Ahnung, da fehlen mir einfach mal wieder die Worte. Aua. Ich glaube, der kleine Junge hat davon auf jeden Fall bleibende Schäden getragen. Oh mein Gott. Okay, Es sind die einfachsten Clips, die halt die besten sind. Das ist. Er hat aber. Also, die Leute, die ihm das einschicken, macht mehr solche Clips. Oder schickt ihm mehr solche Clips. Ich möchte Sascha wirklich. Also, er ist ja schon knapp davor, ne? Schäden getragen. Ich krieg das hin. Es sind die einfachsten Clips, die halt die besten sind. Das ist stimmt. So ein geiler Soundeffekt. Oh nein, sein Blick. Oh Gott. Warte. Okay, man sieht's nicht, okay. Warte, nein. Ah ja, habt ihr seinen letzten Blick gesehen? Scheiße. Zweimal, okay. Aber mehr werde ich nicht lachen. Ey, es ist halt wirklich bis jetzt der beste Clip im ganzen Video, muss ich ehrlich sagen. Wenn man hübsch ist, heißt es nicht, dass man doof ist. Man kann auch beides sein. Machen, morgen Mittag oder Abend. Bewertet euch das Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Held. Oh mein Gott, was ist laut. Es macht mich wieder fertig. Es macht mich wieder fertig. Also, der moralische Kompass in diesem Video zeigt Straight ja wieder face. Mal dermaßen Richtung Hölle. Es ist wirklich, mir fehlen wirklich die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herr Newstime. Ja. Ach Simon, du Schlingel hier. Der Eye-Tracker am Start. Sie ist auf jeden Fall einen sehr interessanten Ausschnitt. Und sie heißt Olivia. Okay, Olivia. Ja. Ich würde erst mal sagen, wir gucken mal weiter. Oh nein. Oh, jetzt hätte ich die Kopfhörer abziehen. Leute, das war das Video. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt wieder fleißig Clips einsenden an die E-Mail, die unten angegeben ist. Leute, wir sehen uns leider nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Leider, okay. Naja, ich gebe dem Video safe. Alter, 700.000 Aufrufe nach 2 Tagen. Props gehen raus an dich, das würde ich persönlich nie schaffen, aber naja, ein Abo kriegst du natürlich auch von mir reingedrückt. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr auch über ein Abo freuen. Ihr wisst, die Wette, ich habe es jetzt schon 1000 Mal gesagt. Und ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Video ein Like da lässt und genauso mit euren Kollegen das Video teilen würdet, euch, wenn es euch wirklich, 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 wirklich gefallen hat. Denn ich habe mir gerade ein Mikrofon gekauft, ich bin gerade ein bisschen broke. Ihr wisst schon Bescheid. Da würde ich sagen, wir sehen uns. Haut rein. Tschö, bitte. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao. Peace. Und Sascha, nicht jede Woche einmal hochladen, jede Woche 2 bis 3 Mal hochladen. Würde ich auch mega feiern. Danke dir. Ciao, ciao. Peace.